willkommen zu einer weiteren Folge Endlich von mir oder aufgeladen wird er gleich. Wir werden heute einfach mal wieder ein bisschen rumblen. Und zwar machen wir jetzt in Tier 2 den Rumble. Moment! Und wir werden jetzt erstmal den Charakter ändern und dann direkt in den Rumble einsteigen. Moment! Und schauen wir einfach mal, wie es losgeht. Let's get ready to rumble! Und da springt er gleich auch in das erste Match und dann geht's los. So, jetzt haben wir die... Was? Der Gegner Hallo! Setzt, beziehungsweise, dass er gleich am Anfang setzt. Und dann lassen wir der schauen. Der nervt und einfach. Und dann, was wird er setzen? Halt den Roger setzt er und... Oder? Wen setzt der Herr gleich? Der Herr gleich setzt den Roger. Und der Gegner kommt mit einem Rock. Kannst du nicht einfach mal kurz... Und er spielt den Lexmann. Jetzt kommt Bob Burger. Bitte hör doch mal auf dem jetzt. Gegner. Und der Herr gleich spielt eine Gas Class. So, jetzt geht mal weiter. Jetzt den Flirty Tudor vom Herrn gleich. Und jetzt kommt ein Lois Klavier von Kannst dem Gegner. Du nicht einfach und er spielt die Klappe den Heil halten, der Wissenschaft. Der Wissenschaft. Und der Wissenschaft. Heil der Wissenschaft. Und er spielt auch einen Heil. Bitte hör doch einfach mal ganz kurz und auf. Es läuft Hol doch mal Luft. Gut. Du erstickst es doch gleich. Es geht jetzt richtig gut los mit der 97. Klappen 97. Von daher werden wir jetzt einfach in den zweiten Kampf reinspringen. Und Kannst, hast du nicht irgendwas Wichtiges zu tun? Nee, musst du nicht irgendwie Hausaufgaben machen oder sowas? Ich glaube, du musst jetzt schon ins Bett. So, also ich muss nochmal mit deiner Mutter reden. So, okay, die soll dich gleich ins Bett schicken. In den zweiten Kampf. Und was wird der gleich am Anfang setzen? Oder was hat er auf der Hand? Gegen David O.S. von den Time Wasters. Er wird am Anfang Drunken auf the Rosny setzen. Stimmt sogar. Und Jan geht er mit einer Boomhauer rein und der Herr gleich fängt mit einer Peggy an und jetzt wird's zu einer Pitcherin oh Peggy und Gott. Er kommt mit einem Rogers Kleiderschrank, der natürlich aufgehalten wird von den ganzen Karten. Er finisht jetzt. Kannst du bitte jetzt einfach mal ganz kurz die Klappe halten? Er hat gewonnen mit einer glatten 100 und gehen wir in den dritten Fight rein. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal wieder, wer sein Gegner ist und was er setzen wird und was er gleich setzen wird. Also, jetzt schauen wir erstmal den Namen des Gegners an. So, jetzt lass mal schauen. Also, der liebe Kersul. Zersul. Zersul und der gleich wird Drunken of the Reason Mir oder, ja, den Hank Hill setzen, aber ich denke eher Drunken of the Reason Mir. Von daher, jetzt kommt er mit einer Lila an und der Herr gleich lässt sich natürlich nicht lumpen und wird die Drunken... Halt doch mal die Luft an! Und dann geht's bei der Bob mit Drunk at Work oder Hangover Stance. Und jetzt geht's weiter mit einem Steve und Herr gleich setzt einen Stan mit einer Gruselmaske auf. Und dann setzt er noch einen Bob da hinten und hat es gewonnen mit einer glatten Hunde. Und mit der glatten oh Hunde mein geht Gott, so macht das überhaupt keinen Spaß. Bitte kannst du nicht einfach jetzt aufhören. Geht jetzt los und in den vierten Fight gehen wir rein und er spielt gegen Zille. Zille, kannst du nicht lesen? Sizzle steht da, du. Sizzle, dann geht's weiter mit einer Blitzbombe. Oh, ich muss jetzt mal überlegen. Und jetzt kommt. Hör mal auf, ganz kurz. Eine. Ach, die habe ich noch nicht erforscht. Okay. Peggy, Pitcherin Peggy. Und die Ringenkarte wird direkt down geholt. Dann kommt er mit einer Drunken Clan. Und jetzt geht's weiter mit einem Gasless Monster Vieh. Bitte. Er hat gewonnen mit einer glatten 100. Halt doch mal den Sabbel jetzt! Ich muss dem wirklich den Mund und zupacken. Und damit gehen wir jetzt in den Fight rein. Halt, hör mal auf jetzt! In den Fight gehen wir jetzt rein! Animation Drawdown. Wir gegen Soul Burner 83. Er fängt an mit einem Drunken at the Reason Mir. Und ja, was setzt der Gegner? Der Gegner setzt eine Leuchtpistole und er gleich macht weiter mit einer Ringenkarte. Jetzt kommt Selbstverteidigung für Frauen, also für den Herr gleich. Und
Du spinnst wohl, jetzt wirst du aber hier. Und jetzt kommt die Eule von Ranfusel und die Consuela ist weg. Da mit einer glatten 100 gehen wir in den 6. Fight rein. Und der Ergleich ist immer noch happy, dass ich beim Kommentieren dabei bin. Und nein, bin ich nicht. Und jetzt geht's in den 6. Fight rein. Wolltest du nicht irgendwas Time machen? Wisters. Und jetzt schauen wir mal, gegen wen er spielt. Und zwar gegen JP Luso 2005. Und er fängt an mit einem Drug Gathering oder mit einer Ringkarte. Das geht auch. Und jetzt kommt ein Restaurant von ihm. Jetzt macht er die Dodgeball, Luise. Und jetzt kommt ein Bob. Jetzt kommt Rupert vom Herr Gleich. Und jetzt kommt eine Louise von dem Gegner. Jetzt kommt eine Plattform. Kannst du von nicht Herr einfach Gleich. Mal das? Ey, ich glaube, wir werden 100.000. Wir werden 100.000 Dislikes auf diesem Video haben. Das most disliked Video auf YouTube. Das Video mit den meisten Dislikes. Mach du das jetzt bitte mal. So. Nein, mach ich nicht. Also, doch, dann. Mal. Nein, du machst alles. So, ganz einfach. So. Also. Also, jetzt gehen wir in den 7. Fight rein. Und übersteuer und doch nicht jetzt so. Geht bitte weiter. Und du hörst dich an wie so ein Fünfjähriger. Wir spielen jetzt. Wir spielen gegen Stunt Gravity. Und er gleich fängt an zu spielen. Und er fängt an mit einem Melty's Liquor. Und er kommt mit einem Hermes. Da, da, da. Trash Can Trunk. Wird es Trash Can Trunk? Yes, es wird Trash Can Trunk! Er setzt einen Hank Hill! Und was kommt, was setzt er da drauf? Er setzt ein Gewehr oder ein Slubeck drauf. Er wird wahrscheinlich den Slubeck machen, genau. Perfekt. Und da geht's auch schon gleich mit einer glatten 100 in den nächsten Fight, und zwar in den 8. Fight rein. Und ich kann der Gleich dafür ist so motiviert. Ich kann nichts dafür. Da habe ich jetzt 3 Punkte nur verloren. Das ist so gut. Und das nur, weil ich dabei bin. So, jetzt kommt nein der 8. Fight. Wärst du der nicht dabei gewesen, hätte ich wahrscheinlich 1000. Jetzt richtig, richtig, richtig schwierig für den Gleich. Und zwar haben wir als nächsten Gegner schon wieder den Soulburner 83. Den haben wir schon, den hatten wir jetzt schon einmal. Jetzt kommt es das 2. Mal, diesen selben Gegner. Und der Gleich fängt an mit einem Gewehr. Er kommt mit einem Turkey Day Football. Er kommt mit einem Laser Razor, der Gleich. Und jetzt kommt ein Professor Farnworth. Aber juckt den Gleich doch bitte gar nicht. Und er spielt eine Gas Class. Und jetzt eine Leuchtpistole. Bitte, und er bitte, geht mit bitte, einer Klappe. Halt doch mal die Luft an. Das gibt's schon doch überhaupt neue, nicht. Neue Zeit, ey, das machst du aber nicht gleich im ersten. Und, in der ersten nein. Da dreh ich am Rad. Oh, nein. Ist gut. Das möchte dann, ich nicht. Und jetzt geht's weiter. Mein Gott. Mit Boxen und Revanche und er fängt an mit Bloodball und er kommt weiter, oder er macht weiter mit einem Kräftenbaby und jetzt kommt der Chris von dem Gegner und er gleich macht er weiter mit einem Bloody Tudor, natürlich, ja, und geht mit bitte, tu mir doch den Gefallen und hör doch mal auf. Und jetzt schauen wir einfach mal mit der glatten 100 mal wieder. Richtig, richtig, richtig nice. Und jetzt kommt der 10. Fight. Dann sind wir auch schon fertig mit dieser coolen Folge. Meine Gehörgänge sind gerade total am Ende. Und jetzt auch schon wieder weiter mit Gilde 1, Leute. Und da bin ich mal wieder als Kommentator aktiv dabei. Nein, bist und du nicht. Devil Doc. Oh, guck mal, was wir da haben. Und jetzt kommt guck mal, was wir da haben. Jetzt kommt der gleich mit einer The Best. Guck doch mal, was wir da haben. Und was wird als nächstes? Hör doch mal auf jetzt, hör doch mal einfach. Jetzt lass mal schauen, was der gleich als nächstes machen wird. Boah, bist du nervig. Hör doch mal einfach jetzt auf. Nein, ich werde nicht aufhören. Und so war ich hier sitze, ich höre nicht auf, meine Freunde. So, Trash Can Trunk, jetzt kommt ein Flugzeug vom Gegner, der gleich macht weiter mit einem Hank Hill, maybe. Yes, he makes weiter with a Hank Hill and then with a gas class. And now he has won the game. Yes, won the game. Whoa, oh no.
nicht mit einer glatten 100, Arne. Doch, das wird eine glatte 100. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es die glatte 100 wird. Glatte 100, und danach, natürlich. Ja, eine glatte 100. Und damit hat er 997 Punkte erreicht. Oh mein Gott. Das war schon mit dieser kleinen Folge vom Rubble. Und jetzt wird er gleich jetzt mal ganz kurz das, die Gildenergebnisse anschauen und wird dann auch noch in die Top-Gilden gehen, wird dann noch die Gildenmatches anschauen. Bitte, bitte, jetzt hört doch mal auf. Jetzt, bitte, mal, weil sonst dauert es zu lange. Ganz kurz enden. Bitte! Und dann gleich liest er die Namen von den ganzen. Bitte, hör doch jetzt einfach mal ganz kurz auf. Kannst und bitte, hör doch jetzt einfach mal ganz kurz auf. Ich möchte, weil sonst dauert es zu lange, ich will noch in Gilde 1. Hör doch jetzt bitte einfach mal ganz kurz auf. Boah, ey. So, das war eine tolle Folge. Ey, was fühle ich mich gerade erleichtert. Und da geht's. Nein, hör jetzt auf. So, Herr Gleich auf Platz 1. Lolalle LP auf Platz 2. Gecko. Ich glaube trotzdem nicht, dass es Lolalle LP ist, weil es gibt keinen Lolalle, der irgendwas in YouTube macht. Ich glaube einfach Lolalel und P am Ende. Gecko Moria, The Destroyer, X-Strike, Dragneel, Kaffee Junkie, Tobias, Max Max, Ruffy Treffy, Player, Tiger Top, Julian, Serhat, Leo, Groli Veo, König DS, Corap, Nils und A-Cap. So, mit 20, hör mal auf jetzt, 20 Leute. Und hier sind es sogar 5 und, what? Mit 25 Leuten haben die 11.000 gemacht. Das ist aber schwach. Oh, das ist aber ganz schön schwach. Mit 25 Leuten haben die 11.000 gemacht gegen 20 mit 17.800. Das ist krass. Für Gilde 2? What das the? Ist mal wieder gut. Also hör mal auf jetzt. Hör doch bitte einfach. Nein, hör doch mal bitte jetzt auf. Tom, bitte! Ich habe nur noch 20 Minuten. Bitte hör jetzt auf. X-Terra. Du bist so aggressiv. Nee, weil ich jetzt einfach das fertig machen möchte. So, jetzt einfach mal bitte. Du hast jetzt 10 Minuten lang nur durchgelabert. Ja? Oh. Das waren 15 Minuten. German Let's Play, Tankstellengang, Elite Bros, gegen Steel Revenge hatten wir verloren. Jetzt gucken wir mal hier rein. Herr Gleich auf Platz 1, The Destroyer, X-Strike, Groli Veo, Tobias, Kaffee Junkie, Ruffy Treffy, Tiger Top, König DS, Gecko Moria, Max Max, Lolalelp, denke ich. Lolalelp. A-Cap, Corap, Player, Julian, Dragneel, Player, Leo, Go-Karts, Tizian, Elite Gamer, Serhat, Easy Win, Derek, Niki, GurkenTV, Nils, Fried, James, G, Tucker, Fabian, Bernd Neuss, Not Raul, Anaya, Phil, MK, Reuschi, Leon, ST, Ein Wildes Leo, SCP, Game Wizard, Böse Onkel, Aztec, J, Skiller. Okay. Damit haben wir echt ein ganz gutes Ergebnis hier. Also da bin ich echt überrascht, dass wir so krass viel stärker waren als die anderen. So, also dann muss ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mal in die Kommentare, abonniert den Kanal und bitte, ich kann nichts dafür, bitte lasst uns trotzdem ein Like da. Auch wenn der Dislike-Button nahe neben dran sitzt und ich weiß, ihr würdet gerne alle jetzt Dislike drücken. Aber für so einen guten Kommentator. Nein! Like. Macht's gut, bis dann. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ich schon mal als Kommentator da sein soll. Nein, Gott. Und tschüss!